Ich sagte, ja, ich kann am Wochenende kommen. Aber wie ist denn nun der Titel? Sie verriet mir den Titel und ich sagte, Mann, das klingt interessant. Es ist erst 9 Uhr, lass uns anfangen. Cyril schaute zu ihr mit einem sehr überraschten Gesichtsausdruck und Cynthia schaute zu ihm. Ich fragte, was ist da los mit euch zwei? Es ist, als hättet ihr euch verschworen, die Bibel nicht länger als 1 oder 2 Stunden zu studieren. Dann sagte sie, lass mich ehrlich zu dir sein. Unser Geistlicher, Pastor Taylor, hat uns Anweisungen gegeben, wie man Bibelunterricht gibt, welchen wir den Leuten geben wollten, die uns nach dem Grund unserer Hoffnung, die wir in uns tragen, fragten. Er sagte exakt, wie wir das machen sollten. Nur eine Bibelstunde pro Woche. Sollten die Leute äußerst interessiert sein, könnte man noch eine weitere in der Mitte der Woche durchführen. Aber nie mehr als das. Wir haben unser Pensum bereits überschritten. Der Grund für ihr Zögern war nicht, dass du ihnen Rauch ins Gesicht gepustet hast, sondern, dass sie versuchten, sich an die Anweisungen ihres Pastors zu halten. Und du hast sie gebeten, diese Regeln zu brechen. Das ist richtig. Glaubst du, sie konnten deine Dringlichkeit fühlen? Sie sagten mir später, ja, dass sie fühlten, dass es da eine Dringlichkeit gab. Etwas Ungewöhnliches an mir. Cynthia sprach mit ihrem Mann, er ging mir ein Glas Wasser holen und sie ging auch in die Küche, um irgendetwas anderes zu holen. Und sie fragte ihn, was glaubst du? Cyril sagte, da ist etwas sehr Ungewöhnliches an diesem Mann. Er will die Bibel studieren, also lass uns die Bibel studieren. Lass uns kein Wort zu Elder Taylor sagen. Ihr Geistlicher hat ihnen nämlich gesagt, ihr werdet den Leuten spirituelle Magenverstimmung bereiten und sie werden nie wieder die Bibel öffnen. Aber das zeigt, dass man manchmal, wenn jemandens Worte so stark sind, der Führung des Heiligen Geistes folgen muss. Ja, das ist es. Sie betet nun deswegen und Cyril sagte zu seiner Frau, dieser Mann kommt 7 Uhr heute Abend, um die Bibel zu studieren. Und er raucht. Er ist ein Kettenraucher. Was werden wir nun machen? Sollten wir ihm sagen, dass er bei uns zu Hause nicht rauchen soll? Wenn wir das machen, befürchte ich, dass er nicht länger bleibt, um die Bibel zu studieren. Was wäre passiert, wenn sie dich gebeten hätten, nicht zu rauchen? Ich hätte gesagt, tut mir leid, ihr seid nicht meine Art von Leute, ihr seid mir zu zurückhaltend. So danke ich Gott bis auf den heutigen Tag, dass die Führung seines Heiligen Geistes in diesen entscheidenden Zeiten die Leute inspirierte zu sagen, würdest du nicht sterben, Cyril, um eine Seele für Christus zu retten? Sagte Cynthia zu ihrem Mann. Und er sagte, ja, es wird uns nicht umbringen, auch wenn wir seinen ganzen Rauch einatmen würden. Denn sie haben gebetet, sie haben darüber diskutiert und als es 7:15 war, fragte er, was machen wir nur wegen dem Rauchen? Sollen wir ihm darum bitten, nicht zu rauchen? Sie sagte, lass es uns noch abwarten. Wir waren dann beim 3. Bibelstudium. Es war jetzt 10 Uhr und ich fragte, wie lautet der nächste Titel? Sie nannte ihn und ich sagte, oh, das ist ein wundervolles Studium. Lass uns damit weitermachen. Und er sagte, also wirklich, Roger, wir haben heute Nacht zu viel studiert. Sie werden gar nicht in der Lage sein, sich das alles zu merken. Ich sagte, oh, du wirst überrascht sein. Für Dinge, die ich mag, habe ich ein Gedächtnis wie ein Schwamm. Er sagte, du hast wohl Spaß. Ich sagte, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Schönes gehört. Lasst uns mit einem anderen Studium weitermachen. Und wann geht ihr normalerweise ins Bett? Ich möchte nicht eure Schlafgewohnheiten durcheinander bringen. Und er sagte, wir gehen um 11 Uhr ins Bett. Wunderbar, sagte ich. Fahre fort, Cynthia. Und Cyril sagte, fahre fort, Cynthia. Und wir machten ein weiteres Bibelstudium. Nun waren die Bibelstudien vorüber und ich sagte mir selbst, wenn ich dann noch am Leben bin, möchte ich morgen Nacht hier sein. Hast du ernsthaft daran gezweifelt, dass du am Leben bleiben würdest? Ich war mir so sicher, ich würde getötet werden, in einer Art Unfall, denn ich habe von so vielen Fällen gehört. Und so fühlte ich mich, dass ich morgen Nacht nicht mehr am Leben sein würde. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen am Leben sein sollte, wollte ich wieder hierher kommen, um mit den Leuten die Bibel zu studieren.
Also fragte ich, was macht ihr morgen Abend? Nicht viel, sagten sie. Wie wäre es morgen um 7 Uhr mit einem weiteren Bibelstudium? Sie sah ihren Mann an und er sah sie an und er sagte, hey, wir werden Ellen Taylor nicht ein Wort davon erzählen. Wir werden es einfach machen. Wir werden es einfach machen. Er sagte, wir werden hier um 7 Uhr auf dich warten. Die nächste Nacht war ich dort und wir hatten 4 weitere Bibelstudien und mehr Rauch. Das war Teil 1 von einer Reise ins Übernatürliche, ein Interview mit dem Autor Roger Monod, geführt von Dan und Karen Houghton vom Heart Research Center. Die Schlussfolgerung dieses Interviews ist in Teil 2 enthalten. Er wohnte am Ende des langen Ganges, seine Tür war die einzige am Ende des Ganges, und Schritte stoppten vor seiner Tür. Dann waren Geräusche an der Tür, Mitternacht hörten wir Schritte den Gang runterkommen. Ich sagte, Roger, leg deine Hand auf die Tür, mach sie so schnell auf, wie du kannst. Ich dachte mir, du musst hier schleunigst verschwinden. Ich hatte keine Ahnung, woher die Geräusche an der Tür herkamen. And so with all the bravado that I could muster with a gun, I waited for the rap on the door, and there it came. Heart Research Center präsentiert Teil 2 von einer Reise ins Übernatürliche mit dem Autor Roger Monod. In Teil 1 dieses exklusiven Interviews redete Roger Monod von seinen Erfahrungen mit Satanismus als junger Mann. Mit ihnen in Teil 2 dabei sind wieder Cyril und Cynthia Grossi, die Roger dabei halfen, von den Mächten der Finsternis zu entkommen und einen liebenden Gott zu entdecken. Geführt wird das Interview von Dan und Karen Houghton vom Heart Research Center. Lasst uns nun die Schlussfolgerung von einer Reise ins Übernatürliche sehen. Wir machten damit weiter, ihm Bibelunterricht zu geben, mit dem Rauch und allem. Und wir kamen zu dem Studium über Gesundheit, Körpertempel. Und er war fasziniert davon. Wir sagten ihm, dass ich glaube, es gibt einen Text, dass wenn sich jemand von Gott abwendet, er dann bittere Galle oder Wermut in sich trägt. Wir erzählten ihm viel über Krankheiten und natürlich seinen Tabak. Und er war fasziniert davon und fragte, warum habt ihr mir nicht erzählt, dass ihr nie geraucht habt? Ich glaube, was ihn wirklich überzeugt hat, war, dass der Körper der Tempel Gottes ist und Gott den verderben wird, der den Tempel Gottes verdirbt. Er fragte mich, was ist damit gemeint? Meine Antwort war, nehmen wir mal die Kirche. Wir alle achten die Kirche. Würdest du eine Zigarette mit in die Kirche nehmen, um dort zu rauchen? Er sagte, natürlich nicht. Dann fragte ich, würdest du Alkohol mit in die Kirche nehmen und trinken? Er sagte, nein, das wäre unvernünftig. Und nach diesen Vergleichen sagte ich, dein Körper ist die Kirche, er ist der Tempel. Er sagte, wenn ich rauche, ich sagte, richtig. Er fragte, warum habt ihr mir das nicht in der ersten Nacht erzählt? Ich sagte, wenn ich dir das in der ersten Nacht erzählt hätte, wärst du nicht mehr in der zweiten Nacht gekommen. Er sagte, weißt du, das stimmt. Man sieht also, wenn man sich die Zeit nimmt und geduldig ist, zahlt es sich aus. Er sagte uns, dass er bemerkte, wie er in der Dämonenanbetung an den Punkt ankam, an dem es ihn beängstigte, und er betete zu Gott, obwohl er nicht realisierte, dass es nicht so war, wie Christen es normalerweise tun. Aber er sagte, wenn da ein Gott im Himmel ist, hilf mir. Und in dieser Zeit warst du eine Antwort auf sein Gebet. Aber war er nicht auch eine Antwort auf deine Gebete? Ganz gewiss war er das. Als Ellen Taylor in seinen Bibelstudien an den Punkt kam, an dem er über den Sabbat sprach, mein ganzer Hintergrund, ich wurde in Halifax geboren, Cynthia in Montreal, waren Baptisten und einige Methodisten. Und ich konnte mir nicht vorstellen, am Samstag in die Kirche zu gehen, anstatt am Sonntag. Tatsächlich habe ich einige Zeit über meine Frau gelacht, sogar in einer Show, da sie an einem anderen Tag zur Kirche ging. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, als Elder Taylor über den Sabbat sprach,
hat er es bewiesen und ich habe es wieder nicht geglaubt. Es gibt einen Punkt, wenn man das Wort Gottes studiert, an dem man an den eigenen Traditionen festhalten will. He proved it, yet I didn't believe it. And there's a point in your studying the Word of God that you want to